Hallihallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin der M-King und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Ja, und heute für euch eine Art Quick-Tipp. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr das Sichtfeld oder das Field of View in Call of Duty Modern Warfare 3 verändern könnt. Ja, und zwar tut man das, indem wir erstmal auf diese Seite gehen. In Black Ops war es ja vorinstalliert, in MW3 ist das leider nicht. Gehen erstmal auf diese Seite und klicken dann hier auf den Download oder hier. Wenn wir das gedownloadet haben, entpacken wir das auf dem Desktop. Da haben wir hier einmal diese Datei und ja auch noch eine Textdatei, die aber nicht wichtig ist. Die könnt ihr euch durchlesen und ja, man wird nicht gebannt davon. Also ich bin es auf jeden Fall noch nicht. Das habe ich jetzt getan. Und ja, wenn man das hier öffnet, dann haben wir einmal Start Game. Da könnten wir jetzt draufklicken und dann würden wir direkt über Steam das Spiel starten. Und ja, wie ihr seht, hier auf dem Nummernpad, was ich euch jetzt hier links einblenden werde irgendwo, könnte man das einstellen, reinzoomen und rauszoomen. Ja, reinzoomen, man kann nicht weiter reinzoomen, als es normal ist, man kann nur rauszoomen und man sieht dann einfach mehr. Kann man hier die Hotkeys noch anders zuweisen, zum Beispiel durch ein L, das kann man dann hier akzeptieren. Ja, und dann geht man hier einfach ins Spiel, ja, und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt.